Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und man spürt natürlich überall die Vorfreude, die Erwartungshaltung. Endlich geht die Saison los. Und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel. Und beide Teams haben sich eine Menge gehalten. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Ah, da ist der Ball weg. Fast Tor Nummer 1 in diesem Spiel, aber das war natürlich eine absolute Glanzparade. Ja, starker Pass. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. This is a message for Owen Kennedy. Owen, happy birthday from your friend Jonathan Fish. Tja, Buschi, er wird hier heute sein Debüt feiern. Ganz interessante Geschichte. Also, was glaubst du? Was können wir heute schon von ihm erwarten? Was traust du ihm zu? Viele haben ja gesagt, sie müssen auf der Torwartposition nochmal nachlegen. Das haben sie getan. Und das ist natürlich eine enorme Verstärkung. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Sie haben den Ball. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ja, setzt gut den Körper ein. Klasse Aktion, Ball ist weg. Guter Pass. Jetzt kann er es machen. Er hält diesen Ball. Sensationell. Die Ecke kommt rein. Gut dazwischen gegangen. Chance zum Konter jetzt. Da, der Konter. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Aber dann scheitern sie doch. Ballverlust. Jetzt schießt er. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball. Eck in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Jetzt der Steilpass. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Schwache Aktion, Ballverlust. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielabschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Da kann er ihn stoppen.
Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Das wird hier Ecke geben. Die Ecke kommt. Also die Entscheidung um seine sportliche Zukunft ist gefallen, denn in Kürze spielt er für Manchester City. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball kommt rein. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Setzt sich klasse durch. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Wie er den noch hält, wie er da den Rückstand verhindert, das war ganz großes Kino. Da ist der Ball weg. Jetzt die Gelegenheit. Stark gemacht. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Kurze Ecke jetzt. Flanke jetzt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Jetzt wird es gefährlich. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da. Und dann kannst du den kaum besser machen. Auf dem Papier müsste das hier für sie laufen, das ist ja keine Frage. Aber wo sind die Chancen? Wo sind die klaren Chancen? Und so ist es eben nur ein Unentschieden. Sie bekommen den Abstoß. Läuft gut. Ja, das könnte was werden jetzt. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Die Fans hoffen jetzt natürlich auf den späten Siegtreffer. Chance vertan, die Kugel ist weg. Jetzt der Vorstoß. Letzte Chance zur Führung, es gibt nochmal Ecke. Sie nehmen den Wechsel vor. Sie führen die Ecke kurz aus. Ball ist unterwegs. Ball wird abgeblockt. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Ich bleib hier beim Spielstand. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Hier könnte es jetzt noch mal gefährlich werden. Er zieht vorbei. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Klasse aufgepasst vom Torwart. Mit diesem Eckball könnten sie es schaffen und doch noch in Führung gehen. Die kurze Variante. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da kommt der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es also bei diesem.